Eigentlich können wir alle fliegen, eigentlich sind wir alle für die Liebe geboren. Morgens bleibt fast jeder gern liegen, auch wenn viele dir gerne was anderes erzählen. Man verbindet Liebe, Schönheit, aber auch Wohlstand mit ihm. Wer Schmuck schenkt, schenkt Zuneigung und Anerkennung. Wer Schmuck trägt, der vermittelt Eleganz und Individualität. Und Schmuck hat Persönlichkeit, vor allem dann, wenn er handgefertigt ist, wie von Juwelier Barbara Gressel. Es ist dabei so, dass das ja eigentlich nur Tipps und Vorschläge sind, die mir einfallen, die ich den Kunden präsentiere. So kann es aussehen und so soll es sein. Am liebsten ist es mir natürlich immer, wenn der Kunde eine Vorstellung hat, dass man zusammen mit dem Kunden sein Schmuckstück, sein persönliches Schmuckstück kreiert. Und die Sachen, die bei mir im Geschäft zu finden sind, die kommen aus unserer Werkstatt, sind aber eigentlich nur Tipps, wie es aussehen kann. Ich finde, der handgefertigte Schmuck soll individuell sein und wirklich auf die Trägerin oder auch den Träger abgestimmt. Einzigartig und individuell sind bei Barbara Gressel aber nicht nur die von ihr handgefertigten Schmuckstücke, sondern auch die Materialien, mit denen sie arbeitet. Neben der großen Auswahl auch an Perlen und Perlenarten, die es gibt, haben wir geschaut, dass wir uns spezialisieren auf vielleicht Perlen, die man nicht überall findet. Das sind Perlenraritäten einerseits aus Japan, die Kasumigaura-Perle, diese wunderschöne rosafarbene Perle, die in einem Süßwassersee in Tokio gezüchtet wird und wo der Vertrieb limitiert ist. Die führen wir schon seit einigen Jahren, auch mit großem Erfolg. Und heuer ist uns die Ehre zuteil geworden, dass wir Händler wurden von einer ganz seltenen Perle, die aus Fidschi kommt. Von den Fidschi-Inseln gibt es eine Farm von Justin Hunter. Das ist einer der berühmtesten Perlenzüchter auf Fidschi, dem es gelungen ist, naturfarbene, wunderschöne Perlen zu züchten, die auch nicht in den normalen Vertrieb kommen, sondern eine erwählte Händlerschicht angeboten wird, die dann in Auktionen ersteigern können. Und wir sind eigentlich stolz, dass wir heuer da dabei sein dürfen und diese Perle anbieten. Das Besondere daran ist, dass es ganz, ganz wenige Perlen gibt und das Farbenspiel dieser Perlen von einem Pistaziengrün über Braun-Bronze-Töne bis zu Goldtönen wirklich in noch nie dagewesenen Farben quasi bei den Perlen entstanden sind, die wunderschön und die einfach an jedem sind und an jedem schmeicheln und gefallen. Auch Brillanten kommen bei Barbara Gressel nicht zu kurz. Vor allem dann, wenn sie vielleicht mit der wohl wichtigsten Frage der Welt in Verbindung stehen. Wir merken immer mehr, dass es beliebt ist, zu Weihnachten den Antrag zu machen. Und es gibt natürlich eine sehr große Auswahl an wunderschönen Brillantringen, die einfach für diesen Anlass das Feinste und Edelste sind. Und wir legen da sehr großen Wert auf die richtige Beratung, dass man auch da weiß, was man kauft, in welcher Qualität. Und wir nehmen uns da sehr viel Zeit, dass wir unsere Kunden dahingehend gut beraten. Sollte die Dame Ja sagen, sind wir natürlich dann gerüstet, sagen wir mal, für die Eheringe. Und auch da wieder, es gibt eine immense Auswahl und meiner Meinung nach auch da sollte es wieder der individuelle Ring sein. Nicht der aus dem Internet, jetzt bin ich wieder beim Internet, gleich wie bei den Uhren, aber es ist einfach ein Schmuckstück oder wenn man so denkt, die ganze Hochzeit betreffend, der Ehering ist der, der einem das Leben lang bleibt. Und auch mit Ihren Schmuckstücken haben Sie hoffentlich ein Leben lang Freude.